Schönen guten Abend. Heute begrüße ich bei Alte Geschichte im Dialog meine Kollegin, Frau Professorin Charlotte Schubert. Guten Abend, Frau Schubert. Guten Abend, Herr Sommer. Freut mich sehr, Sie hier zu haben, denn wir sprechen heute über den sozusagen historischen Nachgang der Perserkriege. Im Mittelpunkt der Geschichte wird Perikles stehen. Zu Perikles kommen wir in einer Minute. Ich möchte aber Frau Schubert ganz kurz vorstellen. Das erste Mal bin ich mit Frau Schubert's Werk über dieses Buch in Berührung gekommen. Da geht es um die Feldmesskunst in der Römischen Republik und vor allem auch um die Frage, wie durch die Feldmesskunst eben die Raumordnung einer revolutionären Veränderung unterzogen worden ist. Frau Schubert hat dann aber daneben jahrelang das Projekt eAqua in Leipzig geleitet und sie ist sozusagen eine Pionierin der digitalen Geisteswissenschaft, der Digital Humanities in Deutschland. Und dass das eine Altertumswissenschaftlerin wie Frau Schubert ist, ist vielleicht gar kein Zufall, weil wir es ja immer mit großen Textmengen zu tun haben, weil unsere Hermeneutik auf ein sozusagen tiefes Lesen, Deep Reading angewiesen ist und weil elektronische Mittel, wie Frau Schubert gezeigt hat, eigentlich ganz gute Helferlein dabei sein können. Also das Projekt eAqua ist allen, die das noch nicht kennen, ans Herz gelegt und man kann über ihre Website ja sehr schön darauf zugreifen. Ist das richtig? Ja, über die Website oder einfach bei Google eaqua.net eingeben und dann landet man sofort auf unserem Portal. Ja, man sieht also wirklich dort die sehr vielseitige, schöne neue Welt des Digitalen in den Altertumswissenschaften und also eine herzliche Einladung, das wahrzunehmen. Heute wird es aber um den Inhalt dieses Buches von Frau Schubert gehen. Frau Schubert hat in der Reihe Erträge der Forschung, als die wissenschaftliche Buchgesellschaft noch eine wirklich wissenschaftliche Buchgesellschaft war, einen wunderbaren Band zu Perikles dort beigetragen. Und Perikles ist tatsächlich auch gewissermaßen der Held unseres heutigen Gesprächs. Wenn wir auf Perikles schauen, seine Jugend hat sich ja sozusagen vor dem Hintergrund der Perserkriege abgespielt. Also vielleicht war er ein Halbwüchsiger oder an der Schwelle vom Kindsein zum Halbwüchsigen, als Perser und Athener bei Salamis gekämpft haben. Es könnte sein, dass er unter Umständen das von den Persern geplünderte, brennende Athen gesehen hat. Was für einen Eindruck könnten die Perserkriege auf den jungen Perikles gemacht haben? Also um an das anzuknüpfen, was Sie eben sagten, glaube ich, dass man wirklich davon ausgehen muss, dass er das brennende Athen gesehen hat. Also Athen ist von den Persern ja zweimal zerstört worden. Und wir haben auf der Akropolis, die Sie hier im Hintergrund ja sehen, passend zu unserem heutigen Gespräch auch, viele von diesen Brandspuren noch. Also insbesondere am Parthenon, den man hier auch sieht auf dem Hintergrund. Insbesondere am Parthenon, in den Fundamenten, kann man die Brandspuren des Perserstroms wirklich auch heute noch sehen und auch an einigen Säulen. Also das hat er mit Sicherheit gesehen. Wenn man davon ausgeht, dass er vielleicht Mitte der 90er Jahre geboren wurde, also in den 90ern sagen wir immer, dann war er, als die Perser als unter Xerxes nach Griechenland zogen, war er vielleicht 15, 16, vielleicht noch nicht so alt, dass er an den Kriegshandlungen selbst hätte teilnehmen können, aber mit Sicherheit dann bei denjenigen, die evakuiert wurden und bei denjenigen, die dann in das zerstörte Athen wieder zurückkamen. Ich gehe davon aus, dass das einen massiven Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Und zwar im Hinblick darauf, was seine Einstellung gegenüber den Persern angeht, was seine Einstellung gegenüber Krieg und Kriegshandlungen angeht, vor allem aber im Hinblick auf seine Einstellung dahingehend, wie Athen sich verhalten soll. Also das Stichwort wäre aus meiner Sicht
wie stand er zu der Entwicklung Athens im 5. Jahrhundert, dieser Expansion, der Entstehung des Athenischen Seereiches und eben Athens Größe im 5. Jahrhundert. Da sehe ich auch einen wirklich engen Zusammenhang zu dem Erleben des Perserstroms. Also könnte man sagen, dass um so die Wiederholung von so einer Katastrophe zu vermeiden, dass er Anhänger eines robusten außenpolitischen Kurses Athens war? Mit Sicherheit. Also es gibt teilweise unter den Althistorikern eine Auffassung von Perikles als eine Art Friedensfürst oder Friedenspolitiker. Das halte ich für falsch. Wenn man sich seine Biografie anschaut und den Verlauf dieser Jahrzehnte von den 490ern, beziehungsweise gehen wir mal von 480 dann aus, Salamis, bis zu seinem Tod 429, sehen wir eine ununterbrochene Abfolge von Kriegen. Da gibt es keine Phase, wo nicht Expansion, Krieg oder irgendwelche kriegerisch-militärischen Aktionen Athens zu sehen sind, und an fast allen war er persönlich beteiligt, als Feldherr, als Politiker, als Entscheider, als Akteur. Also ich würde ihn als einen Kriegspolitiker bezeichnen. Wir sind ja jetzt im Grunde schon genau bei diesen 50 Jahren seit Plataiai und ungefähr, also bis zum Ausbruch des Peloponnesischen Kriegs und bis zum Tod des Perikles, den Thukydides die Pentekonte Athi genannt hat. Also den Zeitraum tatsächlich von 50 Jahren, in dem so viele politische Weichenstellungen stattgefunden haben, die dann am Ende Athen und Sparta sozusagen geradezu zwangsläufig in diesen katastrophalen Konflikt, den Thukydides für den größten Konflikt überhaupt aller Zeiten hielt, gestürzt haben. Inwiefern ist Perikles ein Mitarchitekt dieses Aufstiegs Athens zu der Macht, die tatsächlich Sparta als die etablierte Macht in Griechenland herausfordern konnte, gewesen? In den ersten 10, 12 Jahren dieser Entwicklung, also wenn wir von Salamis ausgehen, wird er noch zu jung gewesen sein. Sein erstes öffentliches Auftreten nach unseren Quellen ist ja die Übernahme der Choregie für die Perser des Aischylos. Natürlich kann man da anknüpfen. Der Sieg der Athener ist ja sozusagen die Grundlage, wobei das interessanterweise in diesem Stück aus der Sicht der Perser ja dargestellt wird. Aber diese schmähliche Flucht des Xerxes und wie er dann eben zurückkommt und seine Mutter ihm dann den Vater vorhält, den Darius und so weiter. Die Figur der Mutter in diesem Stück ist wirklich sehr, sehr interessant. Also die Perser spiegeln diesen Sieg der Athener sozusagen doppelt, würde ich einfach mal so etwas salopp sagen. Und dass Perikles sich dafür engagiert hat, für dieses Stück, als Chorege natürlich dann auch enorm finanziell sich engagiert hat. Also man musste da ein Jahr lang das Üben, Trainieren des Chores finanzieren, den Dichter damit natürlich auch. Das war schon eine erhebliche Investition, zeigt aber von Anfang an, wo er stand, worum es ihm ging und wo er hin wollte. Das, glaube ich, ist die Botschaft gewesen, die Perikles mit diesem Engagement auch vermitteln wollte. Die ersten Handlungen der Athener, die ersten Aktionen nach Salamis, Mykale, Plataiai, an denen war er natürlich nicht beteiligt. Das war noch vor allem Themistokles und auch dann Kimon. Wie Perikles zu Themistokles und Kimon stand, das ist auch sehr interessant. Zu Themistokles wird man aus den Quellen nicht viel herauslesen können, außer dass er genau diese Politik ja auch fortgesetzt hat. Aber Kimon hat sie am Anfang genauso fortgesetzt. Die Expansion Athens, die Feldzüge, der Kampf gegen die Perser, alles das macht Kimon auch. Der Unterschied, der aber ein wesentlicher ist und um den es ja Thukydides in der Pentekontaithia auch geht, ist das Verhältnis zu Sparta. Da sieht man bei Kimon
große Zurückhaltung gegenüber Sparta, Unterstützung Spartas und dieses schöne Bild, das uns in den Quellen genannt wird, die zwei Pferde, die in einem Gespann laufen und die sozusagen Griechenland ziehen, Athen und Sparta, die dies natürlich nur gemeinsam machen können und damit im Team arbeiten, um das modern auszudrücken, das verdeutlicht sehr schön, worum es Kimon ging. Bei Perikles sehen wir etwas komplett anderes. Von dem Moment an, von dem an er militärische Aktionen durchführt, als Akteur auch auftritt, geht es praktisch gegen Sparta. Das ist so am Ende der 460er Jahre, als Kimon dann auch erst sich in einem Prozess zur Wehr setzen muss. Ganz absurd im Übrigen. Man wirft ihm vor in diesem Prozess, dass er nicht die Gelegenheit genutzt habe, um Makedonien auch noch dem Athenischen Reich einzuverleiben. Also im Gegenteil müsste man sagen, strategisch gesehen hat Kimon alles richtig gemacht. Aber man sieht schon, wo es hingeht hier in Athen. Man hat ihm unterstellt, er sei bestochen worden. Also genauso absurd natürlich, was man eben aus Kimons Biografie herauslesen kann. Und in diesem Prozess tritt auch Perikles auf. Perikles als einer der Ankläger. Das ist sehr interessant, denn auch wenn Perikles sich da noch aus vielleicht persönlichen Gründen noch zurückgehalten hat, aber nachdem Kimon dann, also in dem Prozess wird Kimon freigesprochen, aber kurze Zeit später wird er der Opfer eines Ostrakismus. Also dann verschwindet er von der Bildfläche und Perikles tritt auf, zusammen mit Ephialtes, wobei Ephialtes auch schon in den Jahren davor sicherlich massiv für die expansive Politik Athens eingetreten ist. Aber von dem Moment an sieht man einen Kriegszug nach dem anderen, an dem Perikles sich beteiligt, eben auch führend beteiligt, und es geht gegen Sparta. Sofort. Sparta war in diesen Jahren in einer ganz schwierigen, existenzbedrohenden Situation durch das große Erdbeben, den Helotenaufstand, und zwar sowohl der messenischen Heloten wie auch der lakedaimonischen Heloten, also der Heloten, die sozusagen im unmittelbaren Umfeld der Stadt Sparta lebten. Und es haben sich sogar einige Periökenstädte, die sonst dadurch, dass sie selbstständig waren im Rahmen des Einflussbereiches Spartas, die eigentlich eine sehr auskömmliche Situation hatten, sogar Periökenstädte haben sich beteiligt an diesem Aufstand. Das zeigt, wie sehr das an die Grundfesten Spartas ging. Und diese Situation wird seitens Athen sofort ausgenutzt. Die Athener unterstützen die Heloten in Messenien und schließlich siedeln sie diese Messenier, die dann freien Abzug bekommen, sogar noch in Naupaktos an. Also an einer, geografisch gesehen, an einer Schlüsselstelle. Das ist der Ausgang des Korinthischen Golfs. Also kein Schiff, das Korinth, den stärksten und wichtigsten Bündnispartner Spartas auf der Peloponnes, kein Schiff, das Korinth verlassen hat, kam unbeobachtet und ohne die Kontrolle durch Naupaktos, also die ehemaligen messenischen Heloten aus dem Korinthischen Golf hinaus. Das muss man sich wirklich auf der Karte ansehen und dann weiß man, was die Athener da gemacht haben. Und zwar direkt in der Zeit, als Perikles als Akteur hier auftritt. Und ich gehe davon aus, dass er, da er eben auch strategisch, geografisch gut war, dass er da ganz wesentlich mit geholfen hat an dieser Situation. Wir haben ja gesehen, also außenpolitisch geht es robust zu, es wird mit harten Bandagen gekämpft, aber innenpolitisch gilt das ja ganz genauso. Also da wir haben schon, das Stichwort Ostrakismos ist schon gefallen. Es werden also Politiker sozusagen per Urwahl im Demos, wenn man so will, ins Exil geschickt. Wer die meisten Stimmen bekommt, auf den wartet kein Preis, sondern der muss ins Exil gehen. Das ist ein Instrument, das Perikles offensichtlich gut zu handhaben weiß. Er selbst wird nie Opfer. Sein Vater, Xanthippos, ist aber ins Exil geschickt worden. Könnte das auch so eine dieser Lehren des jungen Perikles sein, dass man sich sehr, sehr vorsichtig
in diesem Dickicht der athenischen Politik bewegen muss, um nicht als zu mächtig zu erscheinen und dann eben als der nächste Ostrakisierte ins Exil gehen zu müssen. Ja, davon kann man, glaube ich, ausgehen. So wie Plutarch das beschreibt, wobei das auch im Nachhinein vor dem Hintergrund der Politik des Perikles und auch bestimmter Verhaltensweisen des Perikles so konstruiert worden sein kann. Aber zumindest schreibt Plutarch, dass er sich in seinen ersten Jahren, als er eben dann erwachsen wurde und eben sozusagen auch als Akteur in Athen sich umgetan hat, dass er sich in diesen ersten Jahren sehr zurückgehalten habe, weil er rein äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Peisistratos aufgewiesen habe. Was natürlich zutiefst ironisch ist, denn es war mütterlicherseits ein Alkmeonide. Und die Alkmeoniden waren die schärfsten Gegner und Konkurrenten der Peisistratiden. Dass man also einem Alkmeoniden, Perikles war sicherlich also auch von der familiären und generationellen Zugehörigkeit her in der Öffentlichkeitswirkung in Athen ein Alkmeonide, dass man also einem Alkmeoniden eine rein äußerliche und damit symbolisch auch Zugehörigkeit zu dem Tyrannengeschlecht in Athen zuschrieb, das ist ein Hinweis darauf, dass seine Gegner wirklich mit harten Bandagen gekämpft haben und ihn versucht haben, von Anfang an offensichtlich in eine Ecke zu manövrieren, und zwar die Ecke der Tyrannis, des Auftretens als tyrannenähnlicher, monarchieähnlicher Alleinherrscher. Das ist ein Punkt, den die Komödie dann, aus den Fragmenten haben wir ja da relativ viele Hinweise, den die Komödie in Athen begierig aufgegriffen hat, wirklich ausgeschlachtet hat und der aber auch innenpolitisch eine enorme Rolle gespielt haben muss. Die Auseinandersetzung, die dann beinahe zu einem Ostrakismus des Perikles geführt hat. Die Auseinandersetzung mit seinem Gegner Thukydides, Sohn des Milesias, drehte sich natürlich auch um diese Frage, wie dominant war Perikles. Und so wie die Quellen uns das darstellen, war das also, um salopp mal zu sagen, spitz auf Knopf, dass einer gegen den anderen stand und es wirklich um die Entscheidung geht, wer muss jetzt ins Exil? Der eine oder der andere. Es ging also tatsächlich um die Frage auch, wer bleibt, wird, ist derjenige, der die Politik in Athen von diesem Moment an bestimmen sollte. Es tragen sich da so allerhand Anekdoten auch um diese Geschichte. Aber was der beste Beleg dafür ist, dass es da um eine auch für Perikles Karriere und politisches Schicksal entscheidende Situation ging, ist, dass er von dem Moment an, als er diesem Ostrakismus entging und sein Gegner Thukydides Milesiou ins Exil gehen musste, dass er von dem Moment an praktisch fast unumstritten in Athen war. Er ist 15 Jahre. Das ist sensationell. Das hat es vorher und nachher praktisch nicht in Athen gegeben. Dass er 15 Jahre hintereinander zum Strategen in Athen gewählt wurde und dass er seine Politik, wie ich ja vorhin schon sagte, ich gehe davon aus, dass er wirklich ein Kriegspolitiker war, dass er seine Politik praktisch fast ohne Gegnerschaft und ohne große Diskussionen durchführen konnte. Das kann man an zwei Sachen festmachen. Das eine ist der Samoskrieg und das andere ist das, was Sie in meinem Hintergrund hier sehen, das große Akropolis-Bauprojekt. Beides waren extrem teure Aktionen. Der Samoskrieg, wir haben die Abrechnung, hat unglaublich viel gekostet, an die 2000 Talente. Und nein, das stimmt nicht, an die 1200 Talente. Und die Akropolis berechnen wir heute aus den Bauabrechnungen mit circa 2000 Talenten. Ganz kurz eben für die Zuhörer, ein Talent ist ungefähr ein Kriegsschiff wert, nicht? Also wir reden hier über eine Flotte von Tausenden von Schiffen, die praktisch hier verbaut worden ist.
Ja, und vielleicht noch eine andere Zahl im Vergleich dazu. Der Tribut, den Athen jährlich eingenommen hat von den Städten des Seebundes, Thukydides sagt 460 Talente. Es wird nicht immer so viel gewesen sein. Wir haben auch da in, Listen, also die Listen, diese 60. Listen, die Aparchä-Listen. Von dem Tribut wurde immer ein 60. an die Göttin Athena gegeben. Und das wurde aufgeschrieben, dieses 60. Und wenn man das hochrechnet, kann man ja ausrechnen, was in den jeweiligen Jahren dann an Tribut in Athen einging. Und das zeigt uns sehr unterschiedliche Summen. Also 460 wird sicherlich die Maximalsumme gewesen sein. Und diese Summe mal ins Verhältnis gesetzt zu den anderen Summen und auch im Verhältnis zu dem, was die Flotte wirklich gekostet hat. Diese 460 Talente, die reichten vielleicht so gerade, um die Flotte zu unterhalten. Und jedes Jahr 60 Schiffe, das wissen wir, dass Perikles, also um das, auch das Training der Ruderer aufrechtzuerhalten und das Üben von Seemanövern entsprechend in Athen gut aktuell zu halten, dass also jedes Jahr 60 Schiffe ausgeschickt worden sind. Die Athener hatten ja eine viel größere Flotte, so immer circa 200, 250 Schiffe. Dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was diese Flotte gekostet hat, im Unterhalt und wenn sie in Komplettgröße ausgesandt wurde, da reichten diese 460 Talente nicht vorne und nicht hinten. Das war viel, viel teurer. Also Seekrieg ist teuer, lässt Thukydides seine Akteure auch oft genug sagen. Seekrieg ist extrem teuer im Vergleich zu einer normalen Feldschlacht, wo Hopliten, Bürgermilizen gegeneinander antraten, die sich auch selber noch ausrüsten mussten. Also Hoplitenkriege kosteten einen Bruchteil nur von dem, was Seekrieg kostete. Also da mutete Perikles seinen Mitbürgern eine Menge zu mit dieser Flottenpolitik, mit dieser Expansionspolitik. Und wie gesagt, Samos, da wissen wir, was dieser Krieg gekostet hat, 2 Jahre, hat die Athener, um es mal jetzt auch wieder salopp zu sagen, eine ganze Stange Geld gekostet. Nicht ganz so viel wie die Bauten auf der Akropolis, aber auch die haben extrem viel gekostet. Und das ist Geld, das die Athener zwar hatten und auch eingenommen haben, aber es ist auch gleichzeitig Geld, das nicht in andere Dinge gehen konnte. Und da wären wir bei dem Punkt, was Perikles im Inneren gemacht hat. Als Vertreter einer demokratischen Politik. Er hat als eine seiner ersten Maßnahmen, das muss noch in den 460er Jahren gewesen sein, die Besoldung der Dikasten eingeführt, Richter. Und das gilt in unseren Quellen, also gerade die Autoren des 4. Jahrhunderts, Aristoteles und auch unter anderem Platon, spießen das ja immer regelrecht auf, dass damit die Athener Bürger sozusagen vollgefüllt worden sind mit Geld, heißt es da, dass das sozusagen dazu diente, den Dämos zufriedenzustellen, ihn zu alimentieren. Und auch eben dieses Bedürfnis nach Mitbestimmung, nach Handlung und so weiter des Dämos über diese finanzielle Schiene dann zufriedenzustellen. Also es wird als Ausweis der demokratischen Politik des Perikles kritisiert, aber umgekehrt sieht man ja auch, dass es dazu beigetragen hat, seine Macht und seine Position zu zementieren. Könnte man, also wir sehen, dass Perikles ein Virtuose der Instrumentarien demokratischer Politik in Athen ist. Er begreift eigentlich ganz genau, welche Politik es ist, die ihm die Akzeptanz der breiten Mehrheit der Athener Bürger beschert, sowohl außenpolitisch wie auch innenpolitisch. Er sieht die Zusammenhänge zwischen einerseits der demokratischen Partizipation vieler Bürger
und dem Sozialen und dem Wirtschaftlichen, was dahinter steckt, dass also Demokratie nicht eine rechtliche Sache alleine ist, sondern dass das sozusagen mit den entsprechenden, mit der entsprechenden wirtschaftlichen Grundausstattung auch kommen muss. Er verteilt eine Menge Geld, könnte man sagen, er ist ein Populist. Wenn man die negative und politisch negative Konnotation, mit der wir heute Populismus verbinden, wenn man die mal beiseite lässt und davon ausgeht, dass Populist einen Politiker meint, der im Interesse des Populus durchaus auch radikale Maßnahmen im Interesse des Populus durchführt, also griechisch gesagt des Demos, dann ja, in jeder Hinsicht. Also das klassische Programm, das er hat. Ich habe ja eben schon die Besoldung der Dikasten, also der Richter, genannt. Alimentation der Bürgerschaft, darum geht es. Also wie gesagt, wie Platon und Aristoteles sagen, er hat sie voll gefüllt mit Geld. Das ist natürlich grob übertrieben, denn der Dikastensold, das war nicht viel Geld. Und das war für nicht unbedingt etwas, was ein regelmäßiges Einkommen oder so bedeutet hätte, sondern es war eine gewisse bescheidene Alimentation, würde ich sagen. Der Bereich, in dem Perikles aber seine großen Maßnahmen durchgeführt hat im Interesse dieser populistischen Politik, das ist Landverteilung gewesen. Sie haben vorhin das Buch Die Kunst des Teilens gezeigt. Perikles hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was die Römer gemacht haben. Die Römer haben nach einem sehr klar definierten, sehr rational basierten System Land vermessen und auch verteilt. Das war auch sehr transparent, was die Römer da gemacht haben. Was Perikles gemacht hat, ist was völlig anderes. Er hat erobert, er hat abtrünnige Bundesgenossenstädte, also auch Griechen, also nicht etwa Perser oder Makedonen oder Thraker, sondern abgefallene griechische Poleis, die aus dem Seemut hinaus wollten, unter Umständen auch gute Gründe hatten, hinaus zu wollen, hat er brutal unterworfen, natürlich gemeinsam mit anderen Strategen und immer schön im Auftrag der Volksversammlung natürlich, und dann eben auch Enteignungsaktionen durchgeführt. Und parallel dazu hat er auch große Kolonialbewegungen initiiert. Also da kennen wir Zahlen, beispielsweise auf die thrakische Chersonese. 1000 Siedler hat er dorthin geführt. Naxos, das ist ja eine kleine Insel, 500 Siedler. Andros, 250, nach Thrakien auch nochmal 1000. Und wir wissen, dass auf Samos, nachdem Samos eben wieder niedergeworfen und zurück in den Bund, in den Seebund gezwungen worden war, dass auf Samos eben auch Land enteignet worden ist zugunsten von Athener Bürgern. Und damit hat er, also jetzt aus der Perspektive seiner Gegner, aus dem Demos so etwas gemacht wie Rentiers. Also hier eine Art Rentierstaat mitbegründet. Das ist natürlich ein sehr moderner Ausdruck. Und was ich immer sehr bedauere, ist, dass diejenigen, die dann im 19. und 20. Jahrhundert und auch jetzt sich auch mit den neuzeitlichen Entwicklungen in dieser Hinsicht befassen, dass sie oft ignorieren, dass wir diese Phänomene in der Antike genauso schon haben und dass wir eben auch bei den politischen Denkern der Antike, also insbesondere bei Aristoteles, sehr genaue Überlegungen dazu haben, wie sich das auswirkt oder wie man so etwas politisch und sozial vielleicht konstruieren kann, um Gerechtigkeit und Gleichgewicht und Ausgleich in einer Polis zu bewirken. Gut, was Perikles gemacht hat, das ist nicht Ausgleich und Gerechtigkeit, sondern er hat zugunsten des attischen Demos diese Art von Kriegen geführt und damit eben Landgewinn beabsichtigt und Geld natürlich, das auf diese Art nach Athen floss. Wir kommen jetzt also so langsam hinter das Geheimnis, warum diese expansive Außenpolitik, obwohl sie
teuer und auch durchaus verlustreich gewesen ist, warum die beim Demos so gut angekommen ist. Der Demos hatte eine Menge dadurch zu gewinnen. Aristoteles ist schon angesprochen worden, der hat ja in der nikomachischen Ethik den schönen Begriff der Pleonexia eingeführt, das mehr haben wollen, was dann auch in der modernen Soziologie von Tönnies und Gehlen ja sehr bereitwillig aufgegriffen worden ist. Pleonexia, dass man also tatsächlich den Hals nicht voll kriegen kann, so würden wir ja umgangssprachlich heute sagen. Ist das tatsächlich das, was die Athener Bürger umtreibt und wo man sagen könnte, Perikles, der weiß das ganz genau, da ist die Pleonexia, die grassiert in Athen und deswegen gebe ich dem Pöbel, was er will. Könnte man sagen, dass so ein, könnte man so einen zynischen Perikles entwerfen, der also genau auf diesem politischen Programm fährt? Ja, klare Antwort ja. Wir kennen von Perikles nur zwei Gesetze bzw. Maßnahmen, die direkt mit seinem Namen verbunden sind. Das eine hatte ich schon genannt, die Besoldung der Richter, also der Dekasten, und das andere ist das Bürgerrechtsgesetz. Dieses Bürgerrechtsgesetz, das hat er 451, 450 offensichtlich initiiert, und das besagte, dass nur diejenigen athenische Bürger sein könnten, von da ab, deren beide Eltern, also Mutter und Vater, jeweils athenische Bürger schon waren. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich für die Antike. In der Antike galt entweder Mutter oder Vater, je nachdem. Es gibt unterschiedliche Varianten da in der Antike, je nach Region. Meistens, jedenfalls in Griechenland und Rom, wie gesagt, mit einigen Ausnahmen, war es der Vater, dessen Status das Bürgerrecht entschied, beziehungsweise auch die Anerkennung dann durch den Vater. Aber dass man ein Gesetz verabschiedet, das klipp und klar festlegt, alle diejenigen, deren Vater beispielsweise, so wie Kimon, jemanden aus einer anderen Polis zur Frau genommen hat, der sorgt auf die Art und Weise dann dafür, dass seine Kinder gar nicht in den Genuss des attischen Bürgerrechts kommen können. Also das war ganz ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Und es ist viel diskutiert worden, was der Zweck und die Zielrichtung dieses Bürgerrechtsgesetzes gewesen sein könnte. Sie haben die Pleonexia hier genannt, das sehe ich auch so. Denn wir wissen auch, dass es einige Jahre nach Verabschiedung des Bürgerrechtsgesetzes eine große Kornspende aus Ägypten nach Athen gab und dass in diesem Zusammenhang die Bürgerlisten überprüft worden sind, um festzustellen, wer denn nun tatsächlich Anspruch auf eine solche, einen Anteil an dieser Kornspende bekommen sollte. Und dabei hat man also allerhand offensichtlich Missbrauch auch festgestellt. Das zeigt sehr deutlich, dass die Frage, wer die in den Genuss dieses Bürgerrechts kam, sowohl wirtschaftliche wie politische Rechte mit sich brachte. Die politischen Rechte, das ist immer klar, ne? Dass man sich eben beispielsweise für die Boule aufstellen lassen konnte, also aktives und passives Wahlrecht. Und gerade die Boule war natürlich das zentrale politische Organ in Athen. Und nach unseren Berechnungen war jeder athenische Bürger circa 1 bis 2 Mal in seinem Leben tatsächlich für ein Jahr Mitglied in der Boule, also in dem Rat der 500. Also das Politische ist klar. Aber dass das auch wirtschaftliche Gründe hatte, das wird durch diese Geschichte mit der Kornspende eben sehr deutlich. Und dass man es auch überprüft hat, das zeigt eben diese Aktion auch. Und aus Perikles eigener Biografie auch eine Aktion, dass er, als er schon während des Peloponnesischen Krieges abgesetzt worden war und dann wiedergewählt worden war, sich als Privileg vom Demos erbat, dass der Sohn aus seiner Verbindung mit der Milesierin Aspasia, also eine Ionierin, ne, dass der Sohn bitteschön attisches Bürgerrecht bekommen möge. Diesen Wunsch hat man ihm erfüllt, aber es wird aus dem ganzen Kontext eben klar, dass es eine sehr, sehr große Ausnahme war. Also hat Perikles hier ein ganz klares Abgrenzungsbedürfnis des Demos
eben auch bedient, im Sinne der Pleonexia. Man könnte sagen, er hat die Athen AG so verwaltet, dass möglichst viel Dividende für die Aktionäre abfiel und deswegen musste der Kreis der Aktionäre klein gehalten werden. Ja, also wie ich vorhin sagte, Rentierstaat, ne? Das kann man also tatsächlich sagen. Also das ist ein sehr schönes Modell, wie Perikles Politik betrieben hat und wie sie sich für ihn auch ausgezahlt hat. Trotz, Sie hatten ja eben auch die Verluste angesprochen. Diese Kriege, die er geführt hat, die waren extrem verlustreich. Wir haben einige Gefallenlisten erhalten und eine aus den 50er Jahren. Das zeigt uns, dass in dieser Zeit, also wer wo gefallen ist, steht da drin. Die zeigt uns, dass die Athener nicht nur in Ägypten gekämpft haben, sie haben in Mittelgriechenland gekämpft, sie haben in Zypern gekämpft, sie haben sogar in Phönizien sind einige gefallen. Also sie haben wirklich, wenn man sich Athen als Mittelpunkt des Mittelmeerraumes vorstellt, bis auf jetzt Unteritalien, oder Südfrankreich und Spanien, haben sie praktisch überall gekämpft in diesen Jahren. Und welche Verluste die Athener auszugleichen hatten, wissen wir zum Teil eben auch. In Ägypten ist eine ganze Flotte von 200 Schiffen verloren gegangen. Dann haben die Athener nochmal nachgelegt, nochmal 50 Schiffe hinterher geschickt. Das waren jetzt nicht alles Athener, die auf den Schiffen als Ruderer oder eben Hopliten waren. Aber das müssen enorme Verluste gewesen sein, die die Athener in dieser Zeit hatten. Und trotzdem war es ihnen dann möglich, das große Akropolis-Bauprojekt zu initiieren. Und es war ihnen sogar auch möglich, trotz dieser Verluste immer weiter zu kämpfen. Die nächsten Kriege, auch durchaus verlustreich, gegen Sparta zum Beispiel, offensichtlich dann aber doch so verlustreich, dass man sich wenigstens einmal bequemt hat, in Athen einen Frieden mit Sparta zu schließen, nämlich den 30-jährigen Frieden 446-45, für den Perikles offensichtlich auch nochmal ziemlich viel Geld locker gemacht hat, indem er dann offensichtlich von da ab Jahr für Jahr 10 Talente nach Sparta geschickt hat, für Notwendiges, wie er in seinen Abrechnungen immer gesagt hat. Und dieses Notwendige war offensichtlich eine Bestechung eines oder mehrerer Ephoren. Also 30 Jahre hat der Frieden nicht gehalten. Wir müssen jetzt auch tatsächlich, wir haben jetzt viel über den Sozialpolitiker Perikles gesprochen und den Manager der Demokratie, wenn man so will. Wir müssen jetzt über den Kriegspolitiker Perikles sprechen. Denn aller Bestechungssummen zum Trotz, die Konfrontation mit Sparta ließ sich dann auf Dauer nicht vermeiden. Der Krieg war dann eben irgendwann da. Und wir brauchen jetzt gar nicht konkret über den Anlass zu sprechen. Thukydides trennt das ja sehr sorgfältig, den Anlass, den er für vergleichsweise nichtig hält, und die tieferen Gründe, die eben in diesem unaufhaltsamen Aufstieg Athens begründet liegen. Was hat Perikles denn als Kriegspolitiker ausgezeichnet? Als dann der Krieg da war, wie hat Perikles die Athener auf diese neue Situation eingestimmt? Also fangen wir mal mit Thukydides an. Thukydides sagt ja, dass das, was Perikles ausgezeichnet habe, seine Pronaia war, also seine vorausschauende strategische Einsicht, so könnte man es vielleicht umschreiben. Das ist das, was Thukydides an ihm so hervorhebt. Und die ganze Pentekonteitia, also seine Beschreibung der 50 Jahre, hat eigentlich ja nur den Hintergrund, oder das heißt nur, also sie hat sicherlich als Funktion das Ziel zu zeigen, wie sich die Dinge unaufhaltsam entwickelt haben. Ne? Auf der einen Seite Sparta mit Misstrauen und Furcht, aber auf der anderen Seite Athen, das seine Macht unglaublich ausdehnt, durch Flotte, durch Mauern, Themistokles und so weiter. Das beschreibt er eben dann, um zu zeigen, wie das dann auf diesen Punkt hinläuft. Den Ausbruch des Krieges, unvermeidlich. Das ist aber Thukydides, der das sagt. Wie Sie natürlich wissen, unter uns Althistorikern wird heftig darüber diskutiert,
ob dieser Krieg tatsächlich unausweichlich war oder ob es nicht auch doch Phasen gegeben hat, in denen Sparta einerseits, Athen andererseits ganz andere Ziele gehabt hat, als sich in den nächsten großen Krieg jetzt hier zu begeben. Dass das Ganze eine Sicht, eine sehr spezielle Sicht des Thukydides ist, kann man an verschiedenen Dingen erkennen. Sie haben natürlich schon darauf hingewiesen, dass er Anlass und Ursache unterscheidet, aber er macht ja noch mehr. Er beschreibt ja am Anfang genau seine methodischen Ziele und sein methodisches Vorgehen, das berühmte Methodenkapitel, in dem er auch sagt, dass er die Reden oder die Redner so auftreten lässt, dass sie das sagen, was angesichts der jeweiligen Probleme oder Situation das Erforderliche gewesen sei. Um diesen Satz wird viel gerungen. Der Satz fängt ja an mit Hoste an. Das an ist eine Modalpartikel und ich schließe mich also in der Interpretation dieser Modalpartikel hier denjenigen an, die sagen, dieser Satz ist ein Irreales. Das heißt also nicht wirklich die Reden, so wie sie gehalten worden sind, sondern so, wie sie gehalten hätten werden können. Also wie die Redner so hätten reden können, dass es passt, um es mal zu überspitzen, passt zu dem, was Thukydides mit seiner Darstellung des Peloponnesischen Krieges zeigen will. Nämlich die Unausweichlichkeit des Krieges und wie der Krieg die Menschen und die Städte und die Sitten und alles verändert. Der Krieg eben als ein brutaler Lehrmeister. Darum geht es ihm. Und so schreibt er auch die Reden. So, jetzt natürlich die Frage, auch die Perikles-Reden. Ne? Also haben wir hier den O-Ton Perikles vorliegen? Wahrscheinlich nicht, kann man daraus nur folgern. Nicht? Also wahrscheinlich macht Thukydides die Reden gerade so passend, dass die Konstellation dabei für den Leser sichtbar wird, im Versuchsaufbau sozusagen, die Thukydides sichtbar machen möchte. Ja, das würde ich unbedingt so sehen. Wie gesagt, es ist eine Diskussion, die geht schon sehr lange so und die wird auch sicherlich so weitergehen. Zwischen denjenigen, die in diesen Reden Perikles als Politiker sehen, den Thukydides sicherlich gehört hat, das ist überhaupt keine Frage. Und dass Thukydides hier die perikleische Politik wiedergibt und eben auch viel vom O-Ton Perikles. Ich bin anderer Ansicht, und zwar aus folgendem Grund. Nicht nur wegen des Irreales in dem Methodenkapitel, sondern aus einem sehr praktisch-pragmatischen Grund. Wenn man sich anschaut, was Thukydides Perikles in den Mund legt als Kriegsplan. Also, Ausgangspunkt ist, der Krieg war unvermeidlich. Perikles aufgrund seiner Klugheit und seiner vorausschauenden strategischen Weisheit wusste das und hat die Athener gut vorbereitet. Das ist sozusagen die Linie, entlang der Thukydides das Ganze aufzieht. Und dann lässt er Perikles den Kriegsplan den Athenern vorstellen. Und der Kriegsplan soll so aussehen. Die Athener konzentrieren sich auf ihre Flotte. Sie führen mit der Flotte Aktionen durch, gegen die Peloponnes beispielsweise, dort Städte an der Küste zerstören und solche Dinge. Und auf gar keinen Fall sollen die Athener sich auf eine Landschlacht mit den Spartanern einlassen. Wie soll das praktisch gehen? Ja, indem die alle Bürger Attikas sollen hinter die langen Mauern Athens kommen, wenn die Spartaner einfallen. Und sollen die Spartaner da machen lassen. Also Korn niedertrampeln lassen, Ernten zerstören, Häuser zerstören, Vieh töten. Alles das sollen sie mit angucken und schön hinter ihren Mauern bleiben. Und wie gesagt, das reicht nicht, erweitern und sich schön auf die Flottenaktionen konzentrieren. So, und was war denn wirklich? Thukydides ist ja ein sehr seriöser und wirklich intellektuell auch ernstzunehmender Historiker. Er verdreht auch keine Tatsachen. Also das, glaube ich, kann man
beim besten Willen nicht sagen. Das sieht man eben daran auch, dass er genau die Aktionen beschreibt, die Perikles militärisch in den ersten 2 Jahren des Krieges, die er noch erlebt, durchführt. Im ersten Kriegsjahr zieht er gegen Megara mit einem großen Heer. Thukydides gibt auch die Zahlen. Und im zweiten Kriegsjahr zieht er gegen Epidauros mit dem größten Heer, das die Athener je aufgestellt haben, sagt Thukydides. Passt das zu diesem Defensivplan? Rückzug hinter die Mauern, keine Feldschlacht gegen niemanden, schön hinter den Mauern bleiben und die Flotte ausfahren lassen. Es ist genau das Gegenteil, was Perikles macht in den ersten 2 Kriegsjahren. Das wiederum führt natürlich auf die Frage, warum schreibt Thukydides oder warum legt er ihm diesen Kriegsplan in den Mund? Er kann ja davon ausgehen, dass seine Leser wissen, wie der Krieg ausgegangen ist. Er selbst hat ja das Kriegsende auch noch miterlebt, schreibt er ja auch. Warum macht er sowas, wenn er doch weiß, dass seine Leser wissen, der Krieg ist furchtbar verloren gegangen für Athen. Athen hat alles verloren, alles. Zeitweilig sogar die Demokratie, aber auch die Flotte, die Mauern, das Reich, alles. Das wussten die Leser. Die Leser wussten vielleicht auch, dass Perikles durchaus nicht hinter den Mauern gesessen hat und die Spartaner mal hat machen lassen. Also meines Erachtens gibt es da nur eine Antwort drauf. Thukydides konstruiert Perikles als einen gescheiterten Helden. Einen Helden, natürlich, er hat eine sehr hohe Meinung von Perikles und das ist auch durchaus begründet. Also Perikles ist schon ein herausragender, faszinierender Politiker gewesen. Aber er scheitert am Ende, indem er diesen Peloponnesischen Krieg mit herbeiführt, der zum Verlust von allem führt, woran er ja auch tatkräftig mitgewirkt hat, um es aufzubauen. Und genau das ist dann die Aussage auch dieser schönen Reden, die eigentlich utopische Reden sind, idealisierende Reden sind, aber gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Also Sie würden den Ansatz jetzt moderner Schreibtischstrategen zurückweisen, dass die Athener den Krieg doch ganz einfach hätten gewinnen können, wenn sie nur diesem Plan des Perikles gefolgt wären. Der Plan ist so utopisch und so irreal, dass eigentlich ist, und das war Thukydides und das war seinen Lesern und das war den Athenern klar, dass es eigentlich diese Chance, den Krieg zu gewinnen, gar nicht gab. Ja. Es gibt einen Hinweis, den Thukydides selbst in diese sogenannte Kriegsplanrede, das ist im ersten Buch, wo also Perikles diesen Plan vor der Volksversammlung erläutert. Es gibt einen Hinweis, den Thukydides da eingebaut hat. Und zwar lässt er Perikles sagen, wenn Athen eine Insel wäre, dann könnte man dies und das und jenes machen. Auch wieder so ein Irreales, ne? Athen war keine Insel. Athen wäre auch nie, überhaupt nicht denkbar, zu einer Insel zu machen gewesen. Das ist, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so salopp sage, ist einfach ein Unsinn. Aber Thukydides schreibt ja auch keinen Unsinn. Er schreibt es ja dann eben auch im Irreales, nicht? Und deswegen ist für den Leser das meines Erachtens ein klarer Hinweis. Athen war keine Insel, Athen wäre auch keine Insel gewesen, aber wenn Athen eine Insel gewesen wäre, dann wäre vielleicht ein solcher Plan sinnvoll und durchführbar gewesen. Aber auch jeder Leser, der das liest und noch dazu im Griechischen liest, der weiß doch sofort, was gemeint ist. Nämlich Athen ist keine Insel. Also sehe ich das als einen klaren Hinweis von Thukydides darauf, dass er genau mit dieser Ambivalenz ja auch spielt. Und er erfordert den intelligenten und klugen Leser, der auch bereit ist, sozusagen mehrere Schichten der Argumentation zu unterscheiden. Ich glaube, das kann man auch ganz gut. Also Sie sagen mit Thukydides, er ist ein Gescheiterter. Man könnte aber dem natürlich auch entgegenhalten mit Jakob Burckhardt, er ist ein Großer, weil er die Möglichkeiten, die sich geboten hat, genutzt hat und weil er sozusagen das Optimum aus dem Potenzial, das Athen hatte, herausgeholt hat. Aber in diesem Krieg war eben, und das würde Thukydides ja wahrscheinlich auch unterschreiben, in diesem Krieg war eben für Athen erstens nichts drin und zweitens war der Krieg nicht zu vermeiden. Also insofern ist dann Perikles eigentlich schon fast ein tragisch Gescheiterter,
weil er ja nichts gegen dieses Scheitern tun konnte. Sind denn nicht fast alle großen Gescheiterte? Denken Sie an Alexander, denken Sie an Cäsar. Das Ende ist immer schrecklich. Gut. Nicht nur für die Großen. Ich denke, dass Thukydides in diese Richtung gedacht hat, ja. Das würde ich tatsächlich sagen. Man fragt sich ja immer, warum hat er das Buch nicht zu Ende geschrieben? Also das Werk nicht zu Ende geschrieben. Man sieht, dass er am Anfang die ersten zwei Bücher, die hat er nach dem Krieg ja eindeutig überarbeitet, weil er ja auch das Kriegsende hinweist. Ne? Es wäre ihm doch ein leichtes gewesen, am Ende weiterzuschreiben und nicht 411 aufzuhören. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Es ist vielleicht auch der Grund, warum Mommsen in seiner römischen Geschichte nicht weitergeschrieben hat. Wenn man mit einem so großen Helden, einem tragischen Helden sich befasst, dann kommt man doch recht oft, ich habe ja jetzt gerade die Beispiele auch genannt, ne? Alexander und Cäsar, da kommt, und Cäsar ist bei Mommsen natürlich das, was Perikles bei Thukydides ist. Ne? Dann kommt man genau an diesen Punkt, dass es nicht mehr weitergeht. Und deswegen glaube ich, dass Thukydides nicht zu Ende geschrieben hat, seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Also sozusagen der Hanno-Buddenbrook-Moment, da kommt jetzt nichts mehr. So würde ich das sehen. Und ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass das nicht unbedingt communis opinio ist, weil es natürlich auch jetzt sehr viel voraussetzt, nicht an diesen allgemeinen Dingen. Und wenn man von Tragik spricht und gescheitertem Held und überhaupt Heldentum, das sind ein und für sich Begriffe, mit denen wir als Historiker mal sehr vorsichtig umgehen, weil sie doch auch mit einer gewissen Emphase auch verbunden sind. Aber das, um wieder auf Perikles zurückzukommen, das ist das Faszinosum an Perikles. Es ist ja auch der Aufbau dieses großartigen Reiches, an dem er wirklich massiv mitgearbeitet hat. Und es ist auch, um das vielleicht noch mal mit hier ins Spiel zu bringen, es ist auch dieses Akropolis-Bauprojekt. Jeder von uns kennt die Akropolis. Die ganze Welt kennt die Akropolis. Diese Heerscharen von Menschen, die dort jedes Jahr hinströmen und hinaufgehen. Und der Weg ist ja doch ein bisschen mühselig, ne? Da hinaufzugehen. Tun das ja nicht, weil das irgendetwas Alltägliches ist, etwas Kleines, sondern sie tun es, weil es ein imposantes, großartiges Bauwerk ist, das uns auch heute noch eine Vorstellung von Athens Macht und Größe in dieser Zeit gibt. Und das ist untrennbar verbunden mit Perikles und seiner Politik. Das war ein schönes Schlusswort. Frau Schubert, ich danke Ihnen für dieses Gespräch über Athens große Zeit, die 50 Jahre, in denen sich die Welt sozusagen um Athen dreht, und über den Mann, der das gescheitert oder nicht möglich gemacht hat. Ganz herzlichen Dank. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und ganz sicher bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.